herzlich willkommen bei Klassik kocht. Heute kochen wir Gratin de Vapeur de Lokomotive. Très bien. Wir brauchen ganz viele Lokomotive de Vapeur. Null. Salz. Pfeffer. Sahne. Käse zum Überbacken. Bisschen Säure. Und bisschen was zum Reintun. Ich habe hier Schinken genommen, der war mit 30% und ich finde den immer zu schade zum Wegschmeißen. Für sowas kann man den eigentlich immer gebrauchen. Also Reste verwerten. Und hier habe ich normale Schinkenwürfel. Das geht genauso gut. Man kann reintun, was man möchte. Gekochten Schinken, Fleischwurst, gehacktes, wo euch nach ist. Ihr könnt es in der vegetarischen Form machen. Was es auch immer sein mag, alles Geschmackssache, aber die Grundstruktur ist im Grunde dieselbe. So, und als erstes koche ich mal die Nudeln. Das ist deshalb ein Video über einen Lockauflauf, weil ich habe irgendwie als Beilage Locknudeln gekriegt und habe mir gedacht, machen wir mal ein Video draus. Essen geht immer, kochen geht immer und naja, kleiner Spaß für nebenbei. Na, nehmen wir die mal schön farbig, wird bestimmt bald gut. Sind das Hartweizennudeln oder Weichweizennudeln? Kochzeit 10 Minuten. Du Hartweizen. Okay, dann weiß ich, wie lange ich die kochen muss. So. Ein Topf. Ein Topf mit Wasser. Ab dafür auf den Herd. Wo ist das Salz? Da ist das Salz. So. Lup, lup, lup. Bisschen Salz rein. Deckel drauf und gut ist. So, und während das Wasser jetzt so vor sich hin röstelt, versucht vor sich hin zu kochen, werden wir erstmal die Zutaten klein schneiden. Dafür nehmen wir uns ein gewinnbringendes Messer. Die Schinkenwürfel brauchen wir nicht. Aber wir werden mal den Schinken klein schneiden, in kleinen Streifen. Rösten wir jetzt ein bisschen an. Dazu nehmen wir eine Pfanne. Wo ist die Pfanne? Wo ist die Pfanne? Ach so, die ist im Gefrierschrank. Moment. Moment. Geh auf Tür. Und voilà, da ist die Pfanne. Ups. Da starten wir jetzt ein kleines Zwiebelchen rein. So. Der Ganze ist mir zu viel, ich nehme nur eine halbe. Habe ich jetzt beschlossen. Schwupps, die Wupp. Streifen. Stücke, wie ihr wollt. Alles nach Geschmack und nach der Chance, möglichst nicht in die Finger zu schneiden. So, Pfanne. Achso, ich sollte den großen Ring anmachen. Es geht ja nichts über scharfe Messer. Kleines bisschen Öl, sage ich jetzt einfach mal, weil wohl da ist Fett dran. Eigentlich machen wir gar kein Öl. Also man muss das nicht machen. Man kann die auch eigentlich so da rein tun, aber
bisschen angebraten, gibt auch einen besseren Geschmack. So, Zwiebel rein. Voilà, das Wasser kocht. So, das sind 250 Gramm Nudeln. Das reicht locker für zwei Personen, für zwei Portionen oder zwei Personen. Mehr brauchen wir auch nicht. So. Steht drauf, 10 Minuten kochen. Wir machen mal nur 3/4, weil das soll hinterher noch im Backofen mit der ganzen Soße vermischt werden. Deswegen mache ich die nur al dente. Dann werden die hinterher im Ofen richtig schön so schrotzig, glaube ich, sagt man. So, ich nehme euch jetzt mal mit. Das ist die Pfanne. Das sind die Nudeln. Kochen jetzt feuchtfröhlich vor sich hin. So, leider gibt es noch kein Duftvideo. Sonst würde euch jetzt schon das Wasser im Mund zusammenlaufen. So, währenddessen machen wir die Soße. Ich nehme dafür Kochsahne, einfach aus dem Grunde. Die hat deutlich weniger Fett. Schmeckt genauso gut wie mit normaler Sahne, hat aber den unheimlichen Vorteil, das liegt nicht zu ätzend schwer im Magen. Hat sich bewährt, hat der Hausvorstand mal versehentlich falsch mitgebracht, seitdem nehme ich die nur noch. Kann man nicht zum Schlagen verwenden, ist klar, weil ist zu wenig Fett drin. Aber zum Kochen, ideal, nehme ich nur noch. So, da sind 200 Gramm drin, also nicht ganz ein Viertel Liter. Passt. So. Dann, was hat Oma immer gesagt, wenn es in den Backofen kommt, kräftig würzen. Weil wenn es zu wenig würzt, kommt da am Ende nichts mehr raus und es wird ein bisschen lach. Also es darf kräftig schmecken, da merkt ihr hinterher nichts mehr von. Salz, Pfeffer, Basilikum, Kräuter, was ihr wollt. Schalten wir mal aus, sonst wird er hart und vor allen Dingen dunkel, das liebe ich nicht. So. Wichtig ist immer auch ein bisschen Säure. Das ist bei mir eine ganz einfache eingelegte Zitrone, ungespritzte Zitrone in kleine Stücke geschnitten. Zucker drüber, Zucker zieht Wasser, genau wie Salz, und dann habt ihr hier eine wunderbare Zitronen, ja, so ein Zitronensud. Ist zum Kochen ideal, geht auch für Frischgetränke, geht im Kuchen überall, muss auch rein, damit einfach der Geschmack abgerundet wird. So, was sagt die Uhr? 4 Minuten noch. So, noch ein paar Kräuter. Was haben wir denn hier? Italienische Kräuter, Rosmarin, Estragon, Majolan, nein, will ich nicht, Nelken, um Gottes Willen. Chilis, na, scharf nüchtig nehme ich, ein bisschen Thymian nehme ich, ein bisschen Basilikum nehme ich. Hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Ja, komm, nimm reichlich. Bisschen Muskatnuss, mag auch nicht jeder, weiß ich. Man muss ja nur so viel reintun, dass es mit den anderen Gewürzen irgendwie schmeckt. Das soll ja kein Muskatnussauflauf werden, sondern die Gewürze sollen sich ja gegenseitig ergänzen, damit das immer einen abgerundeten Geschmack gibt. Weniger ist manchmal mehr, gerade bei so intensiven Gewürzen. So sehen jetzt die Nudeln aus. Mal so. Orange, weiß, grün. Sieht ganz lustig aus, gibt also einen schönen bunten Auflauf. Das in Kombination mit dem roten Speck. Mal gucken. Ja, der ist jetzt im Moment zu lange drin. Aber gut, das wird schon gehen, das wird schon schmecken. Machen wir gar keinen Kopf drüber.
Das ist das Schöne am Kochen. Man kann eigentlich so variieren, wie man möchte. Es gibt eigentlich kein richtig und kein falsch. Schmeckt's dir am Ende, hast du alles richtig gemacht. Schmeckt's dir am Ende nicht, machst du das nächste Mal anders. Dann löst sich dann hier noch die Röstaromen hier vom Pfannenboden. So möchte ich das haben. Jetzt hat hier die weiße Sahne noch ein bisschen so einen leicht bräunlichen Touch gekriegt. Aber das ist ja genau das, was wir haben möchten. So, das jetzt hier rein. Die Nudeln drüber. So sieht die Geschichte jetzt aus und das kommt jetzt für mindestens eine halbe Stunde in den Backofen. So, dann wollen wir das Ding erstmal ausrollen. Ich glaube, ich habe da was vergessen eben. So, jetzt schieben wir den ganzen Kram in den Backofen. 180 Grad, Ober- und Unterhitze. Klappe zu. So, Klappe zu und Uhr stellen. Ups, Wärme. So, der lebt noch. Aber sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Dann wollen wir gleich mal gucken. Ah, da hinten gluckert es noch. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. Tja, dann werden wir den mal probieren. So, schön, prima. Hat gut geschmeckt. Aber wer bitte räumt jetzt die Küche auf? So, ich hoffe, euch hat dieses etwas seltene Video gefallen. Kommt nicht alle Tage vor, aber die Nudeln waren da und da habe ich mir einfach gedacht, dann machen wir mal ein Video daraus. Neben LGB-Spielen ist ja auch die leibliche Versorgung nicht ganz unwichtig. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen hoch da, betätigt die Glocke und hoffe, ihr habt genauso viel Genuss und Spaß und wie auch immer, wenn ihr das nachkochen solltet oder wie auch immer nachmacht. Schreibt in die Kommentare, wie es geworden ist und freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Und tschüss!